Ja, das Alarmstichwort war ein Brand im Freien auf einem Lagergelände. Wir haben dann da brennende Kunststoffabfälle vorgefunden und die wurden dann mit zwei Rohren mit Druckluftschaum abgelöscht. Das heißt, auf was hat sich der Brand eigentlich beschränkt? Es war eine relativ kleine Lagerfläche, nur das Brandgut, also diese Kunststoffabfälle, ist zu einer sehr starken Rauchentwicklung gekommen und darum war das auch weithin sichtbar. Das heißt im Endeffekt, die Rauchentwicklung war wahrscheinlich spektakulärer als der Brand selbst. Das stimmt durchaus. Man hat dann auch relativ rasch einen Erfolg gesehen. Es hat sich die Farbe von tiefschwarz auf weiß geändert. Das ist ja ein Anzeichen dafür, dass es eigentlich sich um Wasserdampf handelt. Und jetzt haben wir noch Restablöschungen durchgeführt und das Brandgut zerteilt. Und in Kürze werden wir dann eins zu Ende haben und einrücken können. Waren irgendwie Personen oder Mitarbeiter des Betriebs in Gefahr? Nein, war keiner in Gefahr. Es ist nur im Freien, in einem ganz offenen Bereich. Also da hat es keine Gefährdung gegeben.